Hallo und herzlich willkommen zum letzten Gruppenspiel in der Gruppe B zwischen dem SC Freiburg und Borussia Dortmund. Und sowohl Freiburg als auch Dortmund, die haben beide gegen Hoffenheim gewonnen. Freiburg mit 2 zu 0 und Dortmund mit 1 zu 0. Also es geht hier praktisch noch um den Gruppensieg in diesem Duell. Und ich bin schon sehr gespannt, wer Gruppensieger wird und somit direkt ins Viertelfinale einziehen wird. Aber das sehen wir jetzt gleich. Und ich würde sagen, fangen wir an. Und wir starten rein mit dem Ex-Dortmunder Robert Lewandowski. Mittlerweile spielt er schon seit einigen Jahren beim FC Bayern München. Die Bayern übrigens davor schon gespielt gegen Mainz. Und der Ex-Bayern-Spieler Mario Götze, aber er ist wieder zurückgekehrt nach Dortmund. Und Dortmund führt jetzt mit 1 zu 0 gegen Freiburg. Dann haben wir Alexandre Maxim von Mainz 05. Und den Ausgleich, Yannick Haberer für den SC Freiburg, somit 1 zu 1 zwischen Freiburg und Dortmund. Also es ist auf jeden Fall spannend. Und dann haben wir noch Thorgan Hazard von Borussia Mönchengladbach. Und somit nach 30 Minuten steht es zwischen Freiburg und Dortmund 1 zu 1 unentschieden. Und im zweiten Päckchen starten wir wieder mit einem Bayern-Spieler, nämlich Niklas Süle. Dann haben wir Marco Rus von Eintracht Frankfurt. Milos Jojic vom 1. FC Köln, Edgar Priebe von Hannover 96 und Rune Jahrstein von Hertha BSC Berlin. Und somit weiterhin 1 zu 1 unentschieden. Ein Stickerpäckchen haben wir noch, also jetzt kommt die Entscheidung. Und die Schlussphase starten wir mit Lucas Alario von Bayer Leverkusen, Dennis Diekmeyer vom Hamburger SV, dem Clublogo von Hertha BSC Berlin, dem Clublogo von Werder Bremen und Mirat Gacinovic von Eintracht Frankfurt und somit 1 zu 1 zwischen Freiburg und Dortmund. Was heißt das jetzt für Gruppe B? Also der SC Freiburg ist Gruppenerster mit 4 Punkten und einem Tordifferenz von plus 2. Dahinter Borussia Dortmund ebenfalls mit 4 Punkten und noch Dortmund hat gute Chancen, als Zweiter in Gruppe B auch noch ins Viertelfinale zu kommen. Also Freiburg ist im Viertelfinale, die Dortmunder ziemlich gute Chancen ins Viertelfinale zu kommen. Und Hoffenheim ist dann mit 0 Punkten letzter in der Gruppe B. Und morgen geht es dann weiter mit den beiden letzten Spielen in Gruppe C und D. Hamburger SV gegen Eintracht Frankfurt in Gruppe C und VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig in Gruppe D. Also dann sehen wir uns morgen wieder. Also bis dann und ciao.